So, wir haben immer noch das Problem, oder was heißt immer noch das Problem? Wir haben jetzt das massive Problem, dass wir überhaupt gar keinen Chemierohstoff haben, wie ich gerade mit Schrecken feststelle. Wir müssen irgendwo an eine Handelsstation oder sowas, wenn wir hier mit durch sind. Da müssen wir einen Zwischenstopp machen und einfach jede Menge Chemierohstoffe kaufen. BZW? Wir müssen das nicht hier machen. Wir machen das jetzt hier und dann springen wir in das System vom Baron und da können wir richtig gut handeln. Also, da werden wir die Möglichkeit finden, sowas zu kaufen. Weil die anderen haben wir alle schon abgeklappert. Also dieses Thema haben wir alle abgeklappert, meine ich. So, hier haben wir schon ein bisschen erweitert. Da würde ich mir jetzt demnächst quasi vor den, ich sag jetzt mal, Triebwerkspot, den wir da hinten haben. Jetzt hier auf Bearbeiten gehen. Wir könnten den noch weiter. Müssen wir aber nicht. Mach den so schlank, dass es nicht so klotzförmig wird, aber da kann gut eine Erzverarbeitungsanlage rein. Kann da ganz hervorragend rein. So, dann können wir nämlich hier eine Wand reinziehen. Das kann ich schon mal anfangen vorzubereiten. Objekte. So. Dumm, dumm. Dumm. Tür. Wand. Wenn das dann weiter ist, dann ziehen wir die Wand da weiter und dann kann hier die Erzverarbeitungsanlage davor. Was fehlt denn hier noch? Achso, wir müssen da noch ganz alles auseinanderbauen. Müssen noch jede Menge bauen einfach. Achso, und da wird auch schon weitergeflogen. Genau. Dann kann ich hier jetzt auch gleich die Wand weiterziehen. Zack, zack, zack. Sehr gut. Einrichtung. Vor die Tür kommt. Sowas am Reservestrom, starke Ambitionen. Okay. Wir machen hier mal eine Leuchte neben die Tür und wir machen Lebenserhaltung. Wir machen hier eine Heizung, Kühlung, whatever hin und dann kann hier, dann wäre hier jetzt Platz für Erzverarbeitungsanlage. Und zwar so, dass wir sowohl davor als auch dahinter lang gehen können. So. Jawohl. Wände. Ein kleines Rumfenster. So. Und auf diese Seite machen wir auch ein kleines Rumfenster. Dann kann hier theoretisch Systeme. Hier neben müsste noch ein zweiter Antrieb passen. Genau. Dann haben wir hier die Erzverarbeitungsanlage. Endlich! Dass wir auch von den Ärzten profitieren können. Von den Ärzten habe ich. So klang das fast. So. Und wir sind mit dem Schiff fertig, das heißt, wir können auch springen. Und dann gucken wir uns an, wo wir denn als nächstes hinspringen. Jawohl, Erzverarbeitungsanlage ist fertig. Oh, jetzt haben wir da natürlich die Erze noch liegen gelassen. So, was haben wir hier? Versteckte Piratenpakt. Ja. Da gehen wir jetzt nicht hin. Wir gehen Delta Onizuka Belt zu dem System des Barons. Die Subraumnachrichten gehen mir ein bisschen auf den Sack, besonders weil man dann immer warten muss, bis sich das aufgelöst hat. Oh, kein Ereignis, keine. Piratenpakt. Ausweichchance 4%. Ausweichen. Ausweichen fehlgeschlagen. Real S-Kicker hat ein. Oh Gott. Ja. Stationieren. Egal was jetzt ist. Einmal das und Industrie aus. Weil wir müssen laden. Die werden ja sofort das Feuer eröffnen. Ja.
die drehen schon. Ja, und die werden wahrscheinlich uns sowas von schnell die Schilde abziehen. Auch wenn wir da ein fettes Schild haben. Na, okay. So schnell geht es jetzt nicht. Ich hatte befürchtet, dass es schneller ist. Aber das ist schon sehr schnell. Okay, sie sind gleich durch. Jetzt sind sie durch. Und jetzt treffen sie auch. Und sie haben... haben direkt... nee. Nee, wir kapitulieren nicht, Freundchen. Sie haben direkt einen unserer Antriebe kaputt. Aber wir können mit zweien springen, hoffe ich. Und komm schon. Komm schon, die sind aufgeladen. Oh Gott, unsere Schilde sind zerstört. Riskant. Ja, mir egal. Oh, ey. Deswegen brauchen wir mehr Schilde. Verstecktes Piratenpakt. Das Piratenpakt ist echt eine Seuche. Sondersgleichens. Wir brauchen... wir haben kein Hyperium und keinen Hypertreibstoff. Wurde unser Lager zerschossen? Oder was ist da passiert? Nicht gut. Der Status des Sonnensystems Zeta Veda Cluster ist ein sicheres System. Das ist total schön. Eingehende Subraum-Nachricht. Verstecktes Piratenpacks. Sonnensystem Cluster komplett aus Dora an Merkora. Mission anzeigen. Wir sind... du bist da, Ziel ist da unten. Dafür haben wir jede Menge Zeit. Wir könnten Unterlauf Granatenwerfer und Waffenanbauteil Schrotflinte oder Pistolen und... die hier sind sehr, sehr viel wert. Wir nehmen das mal an. Und wir springen jetzt hier hin und haben ein Handelszentrum mit den Zivilisten und dort sind wir, ja, dann parken wir doch mal, oder wir parken hier. Oh Gott, haben wir wenig Hitpoints. Und wir haben ganz offensichtlich jede Menge Sachen verloren. Ja, der, oh Gott. Das Lager hier wurde zerstört, wo unser ganzer Hypertreibstoff drin gelagert wurde. Oh, ist das fies! Wir sind quasi gestrandet, wenn wir jetzt hier nicht Handel treiben würden. Einen Sklaven befreien. Nee, Leute, handeln. Hier, Optronikbauteile. Ihr kauft Früchte für einen pervers hohen Preis. Ich verkaufe euch zwei. Die beiden Schrotflintenladeanbauteile brauche ich nicht mehr. Biomasse. Ich brauche Hyperium. Ich brauche Hypertreibstoff. Von euch. Ich brauche Wasser und Erze. Oh, ey. Das ist aber... Heide Witzka. Und wir gehen direkt hier. Direktbefehl. Wir gehen vielleicht auch direkt eher in das Shuttle, weil das zentraler liegt. Wir gehen jetzt direkt zu diesem anderen Schiff, nehmen das auseinander und hoffen, dass da auch sich Dinge verbergen, wie Hyperium und all so eine Scherze und Hypertreibstoff.
Das ist ja fies, wenn die das Lager zerschießen, wo all deine Sachen drauf sind. Oh. Heieieiei. Uiuiui. Okay. Sind das hier Aliens? Ich möchte fast sagen, ich hoffe, es sind Aliens. Na, wobei, wir können... Wir kommen mit Robotern mittlerweile ganz gut klar. Mit dem Granatwerfer. Der Granatwerfer hilft auf jeden Fall. Ist hier keiner? Vielleicht nur ein neues Crewmitglied? Hallo? Sieht so aus, als ob hier keiner ist. Na, das ist ja was. Einfach nur ein Schiff, was voller guter Dinge ist. Und was sehe ich da? Liebe Leute, wer es noch nicht getan hat, Crew in den Chat eingeben. Weil wir haben ein neues Crewmitglied. Ausrufungszeichen Crew. Clara, wo bin ich? Ich habe das Gefühl, eine Ewigkeit in Kryostase verbracht zu haben. Hier will ich nicht bleiben. Kann ich mich euch anschließen? Sie ist Bauarbeiterin und Alien-Aficionado. Rohstoffabbau kann sie nicht, sie kann aber Bauen und Fertigung, großartig. Botanik kann sie nicht, Medizin, Forschung und Waffen, ein bisschen. Ja, jemanden wie dich können wir gebrauchen. Willkommen in der Besatzung. Ich werde mein Bestes geben, sehr schön. So, dann einmal hier untersuchen. Torben aus dem Norden. Und ihr geht mal hier hin. Torben aus dem Norden. Achso, du hast Gegenstand gefunden. Sklavenhändler-Halsband. Okay. Ja. Und da haben wir... Okay. Wir haben alles erforscht hier. Ich lass mal... Ach nee, ich mach trotzdem alles auswählen und es ist eh längst an der Zeit. Wir haben gesagt, wir sind Schmuggler. Es ist eh längst an der Zeit, dass wir mal so etwas bauen. So ein Schmuggelabteil. Ne? Wo ging das nochmal? Einrichtungen. Ein Tisch. Nee, Lagerung. Roboteraufbewahrung, Schmugglerlager. Ein Schmugglerlager. Das kann doch ganz hervorragend dahin oder hier neben den. Das ist doch sehr unauffällig. Da kann ein Schmugglerlager hin und da können wir dann Sklavenhalsbänden. Irgendwo haben wir auch, haben die in dem Lager unsere Technikblöcke gelagert? Oder haben wir bloß jetzt gerade im Moment keine Technikblöcke? Also dieser Kampf war einfach nur furchtbar, den wir da hinter uns haben, hinter uns bringen mussten. Wir treiben Handel mit denen. Ich glaube, wir müssen noch mehr Hypertreibstoff von denen kaufen, weil ansonsten krebsen wir hier durch die Gegend. Na, aber okay, wir haben jetzt erstmal was. Und dann können wir wieder Hypertreibstoff herstellen und unsere Schilde und unsere Hitpoints erholen sich langsam wieder. Um Gottes Willen. Chiara braucht einen neuen Namen. So, liebe Leute, habt ihr alle Fine Crew eingegeben? Dann mache ich nämlich jetzt Pick. Duddle Nation Version 2 ist zurückgekehrt. Duddle Nation der zweite. Oder die zweite. Ja, endlich kannst du wieder Unfug treiben. Genau, und du kriegst Sekundärpistole, Schutz, kugelsichere Weste, Tasche. Sauerstofftank. Und das müssen wir alles einmal herstellen. Wir stellen einmal her Pistole, kugelsichere Weste, Sauerstofftank. Lass die anderen mit Pervers machen.
Lass die anderen mit Privärwaffen doch mal ihre Waffen, ihre Pistolen ablegen. Beidwelt hat Platz leeren. Stimmt. Und Primärwaffe. So, hast du, ne? Habe ich dir einfach so. Ja, du hast Schrotflinte. Pistole. Platz leeren. So. Ja, ist eine gute Sache. Das war jetzt wirklich das war ein Erlebnis, was ich nicht nochmal haben möchte. Und, wir haben keine Tech-Blöcke mehr, weil wir jetzt das Schild reparieren. Und auch das Lager. Das war richtig dreckig mit dem Schild und dem Lager. Das war richtig, richtig doof. Meine Fresse war das doof. Achso, und wir haben gerade dieses Ding hier gebaut, ne? Ja. Und hier können wir jetzt eine Wand hinziehen, dass wir das hier auch quasi einkapseln. Wir haben auch nur wenig Infrastrukturblöcke. Ja, der ganze Schrott ist uns geblieben. Na super. Handelsföderation. Na, hoffentlich können wir mit der Handelsföderation auch. Das ist. Ach so. Industrie wieder anschalten. Wir müssen Dinge herstellen. Wir müssen sowas von Dinge herstellen. Vor allem auch Wasser müssen wir herstellen, sehe ich gerade. Okay. Ihr habt den Sektor verlassen. Unser Handel ist ja auch abgeschlossen. Wir bauen dieses Schiff hier auseinander und jetzt kommen hoffentlich gleich die anderen. Von denen kaufen wir noch mehr Treibstoff. So, okay. Hi. Handel. Optronik will ich euch nicht verkaufen. Elektronikteile. Ihr nehmt mal zur Abwechslung Elektronikteile. Ihr Okay, das ist schon mal super. Ja, 2 Hyperium. Ich kaufe, weil es im Angebot ist bei euch, Wasser. Und will ich irgendwas anderes? Eigentlich nicht. Ihr habt keine Chemierohstoffe auf dem Schiff. So. Habe ich irgendwas übersehen, vergessen? Gerne Bescheid sagen. Ich könnte eine MP verkaufen. Will ich vielleicht nicht. Biomasse verticken. Weichblöcke kann ich auch. Ja, ich kriege hier neue Weichblöcke. Kann ich auch verticken für Geld. Wieder 2 Hyperium. Wasser muss ich nicht kaufen. Keine Chemierohstoffe. Na gut. Aber wenigstens ist ein Handel, wo wir quasi nicht noch extra Geld oben drauf legen, sondern das lohnt sich. Dann können wir das wieder auffüllen. So, das Lager ist wieder da. Die Regeln sind. Das Lager ist wieder da. Um Gottes Willen. Das Lager ist wieder da und wenn das Lager wieder da ist, die Sachen wurden nicht zerstört, sondern. Oh Gott. Die werden nur nicht mehr gezählt, wenn sie nicht in einem Lager liegen. Das Lager wurde zerstört, aber die Sachen waren noch da. Und jetzt habe ich wie bekloppt Hyperium gekauft. Gut. Es ist jetzt nicht so schlimm. Ist jetzt nicht so schlimm. Wir haben kein so riesiges Problem. Also, ja. Super. Du solltest so nah an Zielen kein Lager haben. Ah, weil sie auf Antriebe. Ja, die Antriebe werden auch weiter nach hinten wandern. Das ist auf jeden Fall etwas, was klar ist. Wobei, wo wir gerade davon sprechen, hier. Das muss repariert werden. Wenn das repariert werden muss, dann muss das hier erst repariert werden. Oh, der X3-Stromgenerator ist erforscht worden. Hervorragend. Hier können wir jetzt mal das Kühlungselement mal. Puh.
hier so hinmachen. Und ich will mir jetzt hier gleich mal die Vorbereitungen treffen, um einen schönen Energieversorgungsraum zu bauen. Ja, Erze werden abgebaut, das ist sehr, sehr schön. Also hier hinten will ich noch ein bisschen was machen und dann können wir da einen X3 reinbauen. Wir haben wieder zwei Tech-Blöcke, hey. Und mit denen, wo wir gehandelt haben, die sind weggesprungen. Okay, und wir können das Erz hier einsammeln, was hier in der Gegend herumliegt. Oh Mann. Ja, und auf kurz oder lang brauchen wir einen zweiten Schild. Es brennt? Wo brennt es? Da brennt es. Okay. Da wird gelöscht.